und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir sind beim Block Nummer 26 der Serie Socialities, der Serie 1. Es gibt inzwischen eine zweite Serie, deswegen wir bleiben bei Serie 1 und machen unsere 36 Blöcke fertig. Also wir sind bei 26 und ich habe mir überlegt, werde zwei Blöcke in diesem Video zeigen, wie das geht. Deswegen habe ich schon den Zuschnitt vorbereitet. Wie das geht, die Anleitung findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, kostenlos natürlich. So, dann lasst uns starten. So, als erstes nehmen wir uns die Teile C und B, legen uns das hier hin und schneiden diagonal zwei. Die legen wir uns so hin. Wir können ja nochmal das hier rauflegen, dass wir es nachher nicht verwechseln. Und das sind ja hier zwei von Teil B und davon brauchen wir vier nachher. Und schneiden die ebenfalls diagonal durch und legen uns hier auch das B hin. Von diesen Halbquadraten oder Half Square Triangles brauchen wir sechs. Meine sind jetzt fertig, auseinandergebügelt und schneiden sie auf 2x2 Inch. Rechts an, links anlegen, unten anlegen und mit dem 45 Grad Winkel an der Naht schneiden. Das sind die Teile. Unsere Half Square Triangles sind jetzt fertig und im nächsten Schritt nehmen wir uns eins davon, legen es mit dem Print nach oben und dann nehmen wir Teil B, die wir diagonal auseinandergeschnitten haben und legen es mit einer Kante so hin an das Grüne mit der kurzen, sodass das lange hier oben ist und das andere genauso. So, dass es im ersten Schritt so aussieht und jetzt lege ich das hier so hin, so. Richte es unten aus, wenn ich mag, kann ich pinnen und hier sieht man schon, dass es hier ein Viertelinch ist und nähe jetzt hier an der kurzen Kante entlang. Klappe es nach oben, kann das mit dem, also ich hatte eine Seite auseinander gebügelt und ich werde jetzt die andere auch auseinander bügeln oder mit dem Finger ausdrücken. Das geht genauso gut und jetzt kann ich das hier abschneiden, kurz drüber bügeln und das Teil C jetzt nehmen und so aufeinander legen. Vorsicht, das ist eine Schrägkante. Ich stecke mir das an und nähe jetzt hier entlang mit einem Viertelinch, aber auf der Seite, dass ich sehe, wo mein Kreuz ist, dass ich hier nicht drüber komme mit dem Steppfuß, dass ich genau sehe, dass ich die Spitze nicht verliere. Also stecke ich es mir ein bisschen weiter und nähe jetzt hier entlang. So sieht das Ganze jetzt aus und wir schneiden diese Teile auf 3,5 Inch, das ist das hier oben. Davon brauchen wir zwei, also 3,5 Inch. Ist klar, wie wir das machen. Wieder anlegen. So, die legen wir jetzt beiseite. So, im nächsten Schritt kümmern wir uns um dieses Teil jetzt hier. Das ist das hier unten. Das haben wir jetzt schon fertig, das hier. Das ist ja das. Und jetzt machen wir diese hier. So, dazu nehmen wir uns eins von den Half Square Triangles und ein anderes Quadrat, was wir zugeschnitten haben. Das ist jetzt E hier. Und die legen wir so hin, dass das Quadrat an die helle Seite kommt. So, einmal so und einmal so. Also ich lege es mir so hin und nähe es so auch rechts aufeinander. Und dann wird nachher in der Mitte geschlossen. Also nähe ich hier lang.
Ich habe die Nähte auseinander gebügelt, weil der Block dann einfach auch flacher wird, ne? Da ich es auseinander gebügelt habe, muss das jetzt so aussehen und schlag mir das aufeinander, richte die Mitte aus. Wenn du magst, kannst du es pinnen. Und jetzt nehmen wir hier mit 1/4 Inch rüber und schneiden sie nachher auf, ich glaube 3,5 Inch, ja genau, 3,5 Inch im Quadrat. So, und jetzt können wir uns den Block schon auslegen. Da schaue ich mal, wie wir das hinkriegen. So, und das ist einmal, also die lege ich mir jetzt einfach mal gegenüber. So, glaube ich, so und so. Ist das so richtig? Ja. So müsste das sein. Also diese auf so und so auf so. Und ne, hier entlang mit 1/4 Inch. Und jetzt können wir eine Seite so lang bügeln und die andere so lang, dass wir die Mitte, dass die Nähte schön in der Mitte einrasten. Und jetzt legen wir uns das hier so, dass die Nähte einrasten in der Mitte. Machen uns da eine Nadel rein, pinnen uns das. Hier schauen wir auch, dass es passt. Wir kommen sonst mit unserem Zeitplan nicht hin, wenn wir den Häuser-Weihnachtsquilt noch machen wollen. Deswegen habe ich entschieden, dass wir eigentlich immer, mache jetzt die nächste Zeit zwei Blöcke in einem Video und halte sie einfach ein bisschen kürzer, denn das Zuschneiden und so, das können wir jetzt. Nach 26 Blöcken, wer da mitgemacht hat, der kann das jetzt. Wenn du eine Frage hast, dann frag mich einfach, schreib mich an. Das ist mein Block und der sollte jetzt 6,5 x 6,5 Inch haben. Der sieht mir wieder mal ein bisschen kleiner aus, aber nee. Ja, hier ist es ein bisschen. Das macht aber nichts. So, 6,5 Inch, das ist der Block Nummer 26 und das ist der kleine in 3,5 Inch. Gleich geht's weiter mit dem Block Nummer 27. Das ist jetzt der Block 27, mit dem machen wir jetzt weiter. Den Zuschnitt habe ich, wie gesagt, schon vorbereitet. Das ist der kleine Block, 3,5 Inch. Also der hat hier drei Reihen, ganz klar. Und es sind ja Hourglass. Die, weiß ich nicht, ob wir die schon mal gemacht haben, kann sein. Machen wir aber jetzt. Das war ganz schön tricky hier und es, ja, so sieht er von links aus. Die Nähte habe ich auseinandergebügelt, die einzelnen, und die dann eben nicht mehr. Und ich habe ihn auch ein bisschen gestärkt, so, dass er nicht so doll krünglich ist. So, jetzt geht's los. Wir nehmen uns jetzt A und D, also die beiden hier, das sind die 3,5 Inch Quadrate, die legen wir jetzt übereinander und schneiden die so auseinander, diagonal. Das mache ich wie folgt. Wenn du eine Drehmatte hast, ist das gut, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich lege mir das hier an dieser Kante an, oder an dieser Ecke, diagonal. Nur das Lineal bewegen, nicht so wie ich eben hier, den Stoff bewegen wir nicht.
und drehen es uns oder legen es hier in diese Ecke, in die nächste, in die gegenüberliegende. Und schneiden durch, sodass ich jetzt diese Teile habe. So, die müssen wir wie folgt aneinander nähen. An der kurzen Kante, an einer kurzen Kante, nähen wir die zusammen. Und alle gleich, nicht den einen so, den anderen so, alle gleich. Und ich mache das ein bisschen größer, glaube ich, macht nichts. Ich habe sowieso noch geschnitten. Hier an dieser Kante, an der kurzen nähe ich jetzt entlang. Und das mache ich mit allen. So, und jetzt bügele ich diese zur roten Seite. Oder wenn du es auseinander bügeln möchtest, dann kannst du es gerne tun. Ich bügele sie zur roten Seite. So sehen jetzt meine Teile aus. Und ich lege sie mir jetzt rechts aufeinander, sodass beide Nähte hier einrasten. Und man merkt es, man fühlt es, dass sie nicht drüber gehen. Nadelreihen und dann hier mit einem Viertelinch zusammennähen, sodass es nachher so aussieht. Und das mache ich mit allen vier Teilen, sodass ich vier Stück davon habe und schneide sie dann auf 2,5 Inch, und das zeige ich euch gleich. Leg mir das hier an in der Mitte, sodass ich hier meinen Kreuzpunkt habe. Rechts und oben. Dreht es um und habe dann hier 2,5, glaube ich. Siehst du? Ja, 2,5 Inch. Nicht, dass es jetzt schief ist. So. Und so mache ich das mit allen vier Teilen und dann bin ich gleich wieder da. So, meine Hourglass-Blöcke sind fertig zugeschnitten auf 3,5 Inch und jetzt machen wir C und E. Das heißt, dieses Mittelteil nehmen wir jetzt und da machen wir 2 Half Square Triangles. Den Prozess kennen wir schon, aber wir legen die aufeinander, rechts auf rechts, die beiden Quadrate, zeichnen uns eine diagonale Linie, sodass ich die beiden habe, bügel auf die Naht auseinander und schneide sie auf 1,5 Inch. Jetzt nehmen wir uns gleich wieder das Teil F. Das sind die jetzt hier, diese kleinen. Und ich lege die so, dass das Helle zur Mitte zeigt. Jetzt gucke ich mal, so muss das. So. Und die lege ich jetzt rechts aufeinander und nähe die auch mit einem Viertelinch aneinander. So lang jetzt. Und bügel beide Teile jetzt hier zur dunklen Seite. So sieht es jetzt aus. Und jetzt lege ich mir, das kann man sich jetzt schon denken, rechts auf rechts aufeinander, lass in der Mitte die Nähte übereinander treffen, sodass sie schön einrasten hier, dass wir einen schönen Punkt haben in der Mitte und nähe hier mit einem Viertelinch entlang. Und jetzt bügel ich das, kann ich so bügeln, sodass ich hier in der Mitte, man muss es einfach nur ein bisschen aufmachen, das merkt man schon.
Und jetzt bügele ich mir das von der Seite und einmal von der rechten Seite. Und jetzt lasse ich es dran. Das haben wir schon öfter gemacht, glaube ich. Klappe es einfach um. Kann man das sehen? Ja, geht. Die Punkte sind schön getroffen hier. Jetzt nehme ich die letzte Seite schon oder die letzte Reihe. So, jetzt habe ich hier alles angenäht. Die drücke ich nach außen. Jetzt erstmal die nach innen. Gucken, wie sie sich hinlegen wollen. Die legen sich so lang. Aha, okay. So, also müssen wir es andersrum. So, die nach außen und die nach innen. Ich bügel das mal jetzt. Habe ich es jetzt gebügelt, die beiden, ups, die nach außen und die in der Mitte nach innen. Und jetzt haben wir es immer noch zusammen. Rechts auf rechts klappe ich mir das übereinander. Lass die Nähte wieder einrasten hier, so. Und nähe jetzt hier mit einem Viertelinch entlang. So ist das jetzt. So. Und jetzt drehe ich es um und klappe es auf der gegenüberliegenden Seite ebenso um und verfahre, wie wir es eben schon gemacht haben, anpinnen an den zusammentreffenden Nähten. Und jetzt wieder hier mit einem Viertelinch. So sieht das jetzt aus. Hier ist es nicht ganz getroffen, ist nicht schlimm. Ich bügel mir jetzt die beiden Nähte auseinander. Oder nach oben, nee, die wollen sich so lang hinlegen, dann mache ich das so. Aus. Schöner Block. Den kann man auch gut zu Weihnachten machen, als Weihnachtsblock irgendwo mit Weihnachtsstoff. Ja. Weil es sieht ja aus wie ein Stern. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir 6,5 Inch haben oder ob das kleiner ist. Ne? Hier geht's durch, da geht's durch. So, eine Seite noch. So, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim Block 29 und 30, wenn ihr mögt. Und zwischendurch mache ich sicherlich noch was anderes. Fange ich mit unserem Weihnachtsquilt an und mit unserem Häuserquilt. Haben sich einige gewünscht oder sich dafür ausgesprochen, dass wir das so machen. Und das möchte ich auch machen. Diesmal mache ich aber, werde ich euch zeigen, auch erzählen, wie viel Stoff wir brauchen und
die Farben dazu aussuchen und so weiter. Diesmal ein bisschen ausführlicher, dass wir dann auch alles da haben, dass wir dann zusammen nähen können. So, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön fürs Anschauen. Tschüss!